Damen und Herren, Kultur für alle online und kostenlos. Was wir damit genau meinen im Jüdischen Museum, lassen Sie mich damit nochmal anfangen, was wir in unserer Mission des Jüdischen Museums haben. Ein Satz, den habe ich heute Morgen schon vorgelesen, aber Sie haben ihn bestimmt vergessen. Deswegen nochmal. Das Jüdische Museum Berlin vermittelt die Vielfalt der jüdischen Erfahrungen, indem es die Zeugnisse der Geschichte und Kultur der Juden in Deutschland und der deutschen Juden sammelt, bewahrt und interpretiert. Das ist das, was Museen machen. Wir sind das Jüdische Museum Berlin und stellen uns dieser musealen Aufgabe. Und gleichzeitig haben wir uns als Oberbegriff, als Vision gegeben, das Jüdische Museum Berlin nimmt aktiv am gesellschaftlichen Diskurs teil. Und zwar mit genau den Themen, denen sich das Jüdische Museum widmet. Wie meinen wir das also, wenn wir sagen, dass wir möglichst alles kostenlos und online stellen möchten? Und wir meinen das in der Art und Weise, dass wir uns überlegt haben, dass wir eine möglichst große Verbreitung unserer Inhalte haben möchten. Also wir sind froh, wenn es alle benutzen, was wir erzählen, und wenn es weiterverarbeitet wird. Und deswegen arbeiten wir daran, dass wir möglichst kostengünstig zum Beispiel unsere Kataloge auf der Internetseite zur Verfügung stellen können. Was wir da für technische Schwierigkeiten haben und dass das nicht sofort möglich ist, darauf gehe ich später noch ein. Aber das ist zumindest unser Ziel. Wir haben ein Journal, das GMB Journal, das ist schon jetzt auf der Internetseite abrufbar, es wird auch ansonsten kostenlos vertrieben. Wir wollen, dass es eine möglichst große Verbreitung findet und wir sind unzufrieden damit, dass die Printausgabe keine so große Verbreitung findet, weil wir nicht genug Geld haben, entsprechende Exemplare drucken zu lassen und in die Welt zu verschicken. Aber wir haben ein Interesse daran, dass möglichst viele Menschen das lesen und darüber lesen, was wir im Museum machen, was es für Veranstaltungen gibt und was es für Erkenntnisse gibt und welche Diskussion innerhalb des Museums geführt wird. Und gleichzeitig, und das wie bei vielen anderen Museen auch, möchten wir, dass unsere Sammlung sichtbar ist. Das heißt, dass materielle Kulturgut der Juden in Deutschland und deutscher Juden, dass das Jüdische Museum Berlin besitzt, möchten wir auch online jedem zugänglich machen. Wir können nämlich viele Dinge nicht zeigen, auch nicht in der Dauerausstellung. Also was Herr Dr. Klimpel heute Morgen angesprochen hat, dass man versucht, den eigentlich analogen Zugang zu Museen, wie das durch Sonderausstellungen und die Dauerausstellungen geschieht, das ist immer eine Auswahl von Gegenständen, die ein Museum besitzt. Das möchten wir also möglichst einer größtmöglichen breiten Öffentlichkeit zugänglich machen. Und das möchten wir in möglichst unkomplizierter und möglichst barrierefreier Weise tun. Und barrierefrei meint nicht nur, dass es eine behindertengerechte Website ist und dass es mit jedem Browser lesbar ist, sondern es soll möglichst niedrigschwellig sein. Wir sehen unseren Erfolg darin in der Vermittlung, wenn wir es dem Nutzer so unkompliziert wie möglich machen, um an die Informationen heranzukommen, die ihm vielleicht interessieren. Und wir versuchen, ihm möglichst die einfachsten Werkzeuge zur Verfügung zu stellen, damit er an diese Informationen herankommt. Was wir allerdings dabei auch wollen, ist, dass alles, was wir interpretieren, das heißt, die eigene geistige Leistung im Umgang mit dem materiellen Kulturgut, dass diese Interpretation unverfälscht ist. Also überall, wo unser Stempel drauf ist, bei dem wir gesagt haben, das ist etwas, wie wir meinetwegen einen Chanukka-Leuchter einschätzen und einordnen, diese Interpretation soll unveränderbar sein und es soll sichtbar sein, dass sie vom Jüdischen Museum Berlin stammt. Aber dass jemand mit dem Material, was wir zur Verfügung stellen, eine eigene Interpretation vornimmt, darüber freuen wir uns. Aber es ist nicht unsere. Deswegen, wir erheben keinen Hoheitsanspruch auf unsere Sammlungsobjekte.
jeder kann sich anschauen und jeder soll eine eigene Interpretation vornehmen können. Es hat natürlich alles seine Grenzen. Und bei der Verwirklichung dieses Leitbildes im Umgang zum digitalen Zugang stoßen wir auf Grenzen. Das sind einmal der finanzielle Aufwand und der ist zweigeteilt. Einmal in den technischen Aufwand, den man für die Digitalisierung aufwenden muss. Wobei dort einem die Zeit ein wenig in die Hände spielt. Wir hatten am Donnerstag letzter Woche gerade eine Diskussion über die Digitalisierung von Büchern und wie sie zum Beispiel bei Google Books vorgenommen wird und welche technischen Einrichtungen dafür notwendig sind und wie manche Universitätsbibliotheken vorgehen, um ihre Bestände zu digitalisieren und die Roboter, die das tun, mit einem zarten Finger die Seiten umblättern und dabei gleichzeitig messen, wie schwer die Seite ist, damit nicht zwei Seiten auf einmal umgeblättert werden. Die haben sich in den letzten 2 Jahren halbiert, die Kosten. Hat vor 2 Jahren ein solcher Roboter noch 80.000 Euro gekostet, kostet er mittlerweile nur 40.000 Euro. Das wird vorangehen, auch mit der Nachhaltigkeit der Digitalisierung werden diese technischen Standards immer günstiger werden. Auf der anderen Seite stehen aber die Kosten für Genehmigungen, die eingeholt werden müssen. Und wenn man das mit dem analogen vergleicht, das heißt mit Printprodukten, die man herstellt oder mit Vervielfältigungsobjekten in den Ausstellungen, dann ist es gar nicht so, dass man in der analogen Welt gründlicher damit umgegangen wäre. Man hat immer schon und sehr häufig den jeweiligen Urheber einer Fotografie, die man in dem berühmten Schuhkarton vor die Tür gestellt bekommen hat, den kannte man schon immer nicht. Es war immer einfach, das damit entsprechende Risiko einzugehen, weil es nicht massenhaft geschah, diese Sammlungsgegenstände zur Verfügung zu stellen oder entsprechende Vervielfältigungen vorzunehmen. Mit einem Zugriff über das Internet steigt das Risiko mit der Urheberrechtsverletzung, die gar nicht bösartig oder oder bösgläubiger Absicht geschieht, steigt das Risiko, entdeckt zu werden. Gleichzeitig sind die Rechte, und das haben wir zum Teil sehr schmerzhaft festgestellt, für die öffentliche Zugänglichmachung übers Internet unvergleichlich höher als für Printprodukte. Und noch teurer wird es, wenn man diese Rechte einzeln einkauft und entsprechende Lizenzverträge abschließt. Das heißt, am günstigsten ist es zurzeit, wenn man ein Bündel an Rechten erwirbt, das heißt für Printausgaben, für alles Mögliche in analoger Form und für die öffentliche Zugänglichmachung übers Internet. Macht man es nur alleine fürs Internet, wird es umso kostspieliger. Die Grenzen sind auch eine unklare Rechteinhaberschaft. Ich habe es schon angesprochen. Dies ist vor allen Dingen bei Fotografien der Fall. Das ist aber auch bei Zeitschriften und Büchern eklatant, weil zum Teil die Rechtsnachfolger der Herausgeber nicht mehr auffindbar sind und es von den Verlagen von Zeitschriften, die 1890 oder 1923 erschienen sind, nicht mehr auffindbar sind und nicht mehr klar ist, wer diese Rechte überhaupt innehält. Und bei Sammelwerken, das heißt bei Lexikas und so weiter, ist das auch der Fall, aber auch bei Datenbanken. Und ein weiterer starker Hemmschuh für dieses allgemein zugänglich machen ist insbesondere die eigene Haltung als Urheber. Die Mitarbeiter in Kulturinstitutionen sind alles selbst Urheber. Sie schaffen urheberrechtlich geschützte Werke, wenn sie die Interpretationen vornehmen. Und es ist eine besondere Stellung, die sie dabei einnehmen, nämlich gleichzeitig einer Allgemeinheit einen Zugang zu verschaffen und diese Interpretation möglichst weit zu verbreiten, aber gleichzeitig das größtmögliche Maß an Rechteinhaberschaft wahrzunehmen. Das ist zumindest der erste
Reflex und ich möchte Ihnen das an zwei Beispielen zeigen. Ups, das war die falsche Richtung. Na? Sie wissen, was kommt jetzt. Okay, doch nicht. So. Richard Strauss saß in Wien in einem Kaffeehaus und hat Kaffee getrunken und Kaiserschmarrn gegessen und saß da mit seinen Freunden zusammen. Und er hörte auf einmal eine bestimmte Musik, die das kleine Kammerorchester in diesem Kaffeehaus spielte und erkannte, es ist seine Musik. Und darüber hat er sich geärgert. Und irgendwann kommt der Ober mit der Rechnung und sagt ihm, ja, bitteschön, das macht jetzt 8 Schilling. Und dann meinte Richard Strauss, nein, das zahle ich nicht, ihr spielt meine Musik, ich trinke euren Kaffee. Darüber hat sich ein Rechtsstreit entbrannt, der vor Gericht getragen wurde. Richard Strauss hat ihn verloren, aber im Nachgang dazu wurde die GEMA gegründet. Und Urheber sind mit der Verwertung ihrer eigenen Rechte, es wäre ja ein guter Deal gewesen sozusagen, Kost und Logis im Kaffeehaus dafür, dass die Musik gespielt wird. Urheber sind häufig sehr viel großzügiger mit ihren Rechten, als es professionelle Rechteverwalter sind, die nach bestimmten Kriterien vorgehen. Worum es Urhebern geht und somit auch den Urhebern in Kulturinstitutionen, ist es, dass es eine Art Wertschätzung gibt für ihre Arbeit, die sich über die Möglichkeit, Genehmigungen zu erteilen und eventuell für diese Genehmigung eine Lizenzgebühr zu erhalten, ergibt. Das andere Beispiel ist die Verwertungsgesellschaft Bildkunst, bei der ich mal gearbeitet habe als Student. Und die Verwertungsgesellschaft Bildkunst ist in den 70er Jahren, hat sie sich etabliert. Es waren junge Rechtsanwälte, die das gemacht haben und die, Sie werden es nicht glauben, wer die größten Feinde der Verwertungsgesellschaft Bildkunst waren. Hat einer eine Idee? Nein, es waren die Verlage. Die Verlage haben als professionelle Rechteinhaber und Verwerter gesagt, die bildenden Künstler sollen froh sein, dass wir ihre Bilder drucken, dann werden sie bekannter. Das ist genau das, was andere, die jetzt urheberrechtlich geschützte Werke verwenden, den Verlagen entgegenhalten. Es kommt also immer, aber das ist auch keine neue Erkenntnis, es kommt also immer darauf an, welchen eigenen Standpunkt man innehat, also ob man Rechteinhaber oder Rechteverwerter ist. Sie sehen das auch daran, dass es eine, um in diesem Punkt nochmal klar zu machen, wenn man selbst Vermieter ist, ist es für einen selbstverständlich, dass der Mieter am Ende renovieren muss. Wenn man allerdings Mieter ist, sieht man diesen Umstand überhaupt nicht ein, sondern will am Ende nicht renovieren müssen. Und ähnlich ist die Interessenlage bei Urhebern und Verwertern in einer Person auch. Dem steht aber gegenüber die originäre Aufgabe von öffentlich geförderten Kulturinstitutionen. Und da ist es meiner Auffassung nach der Fall, dass alle Mitarbeiter und alle, die für diese Kulturinstitutionen tätig sind, recht gut bezahlt werden und ihr urheberrechtlich geschütztes Schaffen damit abgegolten ist. Und es ist wenig einsehbar, dass dann die starken Urheberrechte tatsächlich bei der Institution verbleiben. Ich plädiere also dafür, öffentlich geförderten Institutionen dieses Recht der Urheberschaft für ihre Interpretation von Kulturgut abzusprechen und es im gewissen Sinne gemeinfrei zu machen, denn es ist schon vergütet worden. Eine nochmalige Vergütung ist schwer nachzuvollziehen, wenn man sich vor Augen hält, zum Beispiel beim Jüdischen Museum ist das so, wir bekommen 12 Millionen Euro an Steuermitteln im Jahr, um dieses Museum zu betreiben. Und es ist schwer nachzuvollziehen, warum wir von jemandem, der etwa einen Aufsatz oder der ein Findbuch benutzen und vervielfältigen will, dafür noch einmal Geld nehmen. Wir sind bereits bezahlt worden, alle dafür, dass wir das schon getan haben. Die
Ehre, die damit verbunden ist, die wissenschaftliche Ehre, auf die legen wir selbstverständlich Wert. Also auf das, was ich meinte, überall, wo der Stempel Jüdisches Museum drauf ist, dass das auch so bleibt und als unsere Interpretation sichtbar ist. Das ist das Spannungsverhältnis, was auf der inneren Seite besteht. Auf der äußeren Seite ist es das Urheberrecht, was uns durchaus Schwierigkeiten macht. Denn wenn man es breit und in Masse tut, steigt das Risiko an. Und als geschäftsführender Direktor muss man das Risiko sehr genau im Auge behalten, wenn man meinetwegen bei einer Sammlung von, sagen wir mal, es werden 12.000 Objekte online gestellt, wenn da nur 300 Mal die Rechte ungeklärt sind, dann kennen Sie das vielleicht, dann sind das enorme finanzielle Risiken, die Sie da eingehen. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass Sie sich die alle verwirklichen, aber wenn Sie sich in einem professionellen Risikomanagement bewegen, wird sehr schnell klar, dass Sie das nicht machen können. Und gleichzeitig die entsprechenden Lizenzgebühren kann man auch nicht bezahlen. Die Konsequenz ist, man kann es nicht machen. Ich plädiere also an dieser Stelle deswegen auch und greife damit auf den morgigen Tag vor und möchte eine Vision entwerfen für die Novellierung des Urheberrechts aus der Sicht von Kulturinstitutionen, wie es die Stiftung Jüdisches Museum ist, dass urheberrechtlich geschützte Werke nicht mehr originär geschützt sind. Das heißt, dass sie nur geschützt werden, wenn sie in ein entsprechendes Verzeichnis eingetragen sind. Das kann jeder Urheber selbst entscheiden, das kann man kostenlos gestalten. Es ergeben sich einige technische Schwierigkeiten, die aber lösbar sind. Früher war das zum Beispiel im amerikanischen Rechtsraum so, da gab es die Copyright Rule, daher kommt das C mit dem Kreis drum. Immer wenn es in diese Copyright Rule eingetragen war, dann brachte man das C mit dem Kreis drum an dem urheberrechtlich geschützten Werk an, um zu kennzeichnen, dass in die entsprechende Rolle eingetragen war. Der Vorteil liegt darin, dass nicht mehr massenhaft jedes schriftliche Zeugnis urheberrechtlich geschützt ist und dass vor allen Dingen eine Klarheit über die mit Leistungsschutzrechten versehenen Werke gesichert sind, wie das häufig bei Fotografien der Fall ist. Jede Urlaubsfotografie, jeder Schnappschuss mit dem Handy genießt das Leistungsschutzrecht des einfachen Lichtbildes und ist damit dem Urheberrecht gleichgestellt. Als zweite tragende Säule eine Verkürzung der Schutzfrist auf 50 Jahre bei urheberrechtlich geschützten Werken ab Anmeldung. Das sind immer noch 30 Jahre mehr, als das bei Patenten der Fall ist. In die Entwicklung von Patenten werden Milliarden von Euro gesteckt. Wenn ein neues Krebsmedikament auf den Markt gebracht wird, dann geht dem auch eine sehr lange Zeit voraus, in denen keine Verwertung des Werkes erfolgen kann. 50 Jahre orientiert sich außerdem so ungefähr an der Laufzeit einer Generation, 20 Jahre Verwertung, 20 Jahre echte Verwertung, 30 Jahre sind als zusätzlicher Zeitlauf sind die allgemeinen Verjährungsfristen und bei den Leistungsschutzrechten, das heißt bei einfachen Lichtbildern, eine Verkürzung der Schutzfristen auf 5 Jahre. Soweit meine Vision auf den urheberrechtlichen Teil. Ich glaube, wir haben noch Gelegenheit, in der Diskussion näher darauf einzugehen. Vielen Dank.